Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erhört Gebet. Wir erleben das in so großartiger und vielfältiger Weise. Wir möchten dich ermutigen, Jesus zu vertrauen, dass er auch dein Gebet erhört und eine Lösung für dich hat. Ja, Gott hat Lösungen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de. Im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Heute haben wir das dritte Thema von dem Leitfaden Alltagsveränderer und das ist Vergebung. Das ist was sehr Unpopuläres, aber schauen wir mal, was Jesus gemacht hat. Er hat allen Menschen vergeben. Nicht nur den Christen oder den Juden oder irgendwelchen Gruppen, sondern jedem Menschen. Und da dürfen wir zu ihm kommen und das annehmen. Das wissen wir. Aber das, was Jesus tat, sollen wir auch tun. Menschen vergeben. Auch den Menschen vergeben, die uns Übles tun. Nicht erst, wenn sie alles richtig machen, sondern wir sollen vergeben. Und Vergebung setzt uns selber frei. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir binden uns selbst, wenn wir jemandem nicht vergeben. Das heißt, wir schaden uns selber. Und darum sollen wir auch vergeben. Und das tut die Barriere abbauen. Das schenkt uns so eine richtige Freiheit, die wir da erleben können. Und die Fehler des anderen, die bestimmt da sind und die bestimmt berechtigt sind, die sollen wir Gott überlassen. Das soll Gott regeln. Aber wir sollen vergeben. Und das sollen wir auch im Herzen tun. Viele sagen, ja, ich vergebe, ich weiß, ich muss tun, ich vergebe. Und dann geht es schon wieder weiter, aber er hat und auch sie hat und da, 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 da. Nein, wir sollen im Herzen vergeben. Und wenn wir im Herzen vergeben haben, setzen wir uns frei. Und das löst uns und es ist auch eine ganz andere Beziehung zu demjenigen, der den Mist baut oder den Mist gebaut hat. Danke, Herr, dass du jedem zeigst, Herr, wo er vergeben muss, soll. Aber Herr, danke, Herr, schenk auch jedem das Verständnis, dass es nicht nur Vergebung sagt, sondern auch Vergebung lebt. Herr, es ist ein Unterschied, wenn wir es nur sagen, nur im Kopf machen. Herr, das, was wir leben, das ist das, was vor dir zählt, Herr, nicht das, was wir im Kopf uns ausdenken. Ich danke dir dafür, Herr, schenk jedem die Kraft dazu und die Freude, die Folgen und die Ergebnisse dann zu erleben. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich möchte heute für alle beten, für alle Gebetsanliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Und viele verschiedene Anliegen haben wir erhalten für Ängste, Auseinandersetzungen, Krebs, Knochenerkrankungen, Organerkrankungen, psychische Störungen, Eheprobleme, finanzielle Probleme und wirklich Gebetsanliegen in ganz vielfältiger Weise. Es sind so viele Einzelne, aber Gott weiß um jedes Einzelne. Und Jesus, wir danken dir, dass du jede einzelne Person kennst, die sich an uns gewandt hat. Für Gebet, um Gebet. Und ich danke dir, dass du in jeder Situation eingreifst, dass du jede Person kennst, jedes Anliegen, egal um was es geht. Und du hast immer eine Lösung für jedes Problem. Und ich danke dir, dass du auch jeder Person ganz nahe bist, dass sie wirklich spüren dürfen, dass du mit ihnen bist und dass du sie nicht verlässt. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne sein Vertrauen auf dich setzt. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass sie wirklich dich erleben und dass sie merken und spüren und erleben, dass es einen lebendigen Gott gibt und einen Gott, der Wunder tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Person schreibt uns folgendes Anliegen. Lieber Gott, ich bitte dich um Hilfe. An sich bin ich kein gläubiger Mensch, aber eine Verwandte hat mir diesen Tipp gegeben. Ich leide sehr stark unter meinen Stimmungsschwankungen, bin depressiv und ängstlich. Ich stecke mitten in einer Lebenskrise. Ich sehe alles negativ. Leider schaffe ich es selbst nicht aus diesem Gedankenkarussell.
Obwohl ich eine Familie habe, die mich sehr unterstützt, ich weiß, ich müsste eigentlich dankbar sein. Mir fehlt materiell nichts und ich werde geliebt. Und doch fühle ich mich wie eine Getriebene. Vielleicht kannst du mir Trost spenden. Und ich finde das so wunderbar, dass diese Person sich an Gott wendet, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Und jetzt wollen wir beten, dass dieser Gott, dieser Jesus ihr begegnet. Und Jesus, ich danke dir für diese Person, die sich an dich wendet. Und ich danke dir, dass du dieser Person begegnest, dass sie wirklich dich kennenlernt, dich, den großen, allmächtigen Gott. Und ich danke dir, dass du auch eingreifst in ihre Probleme. Und ich danke dir, dass du auch da diese Stimmungsschwankungen wegnimmst, diese depressiven und negativen Gedanken. Und wir binden diesen Gedanken im Namen Jesu und werfen sie aus ihrem Leben hinaus. Ich danke dir, dass du da wirklich Frieden schenkst, dass du Freude schenkst und dass du ihr so begegnest, wie sie es gar nicht erwartet. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der offene Arme hat für jede einzelne Person. Und ich danke dir, dass du da wirklich ein Wunder tust. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Mutter schreibt uns ihr Gebetsanliegen. Meine Tochter, sie ist 30 Jahre alt, hat metastasierten Brustkrebs. Vor einem halben Jahr hat die Krankheit angefangen. Es kamen viele Komplikationen, sodass nicht immer die geplante Chemo gegeben werden konnte. Seit Mai haben sich Metastasen an verschiedenen Stellen in ihrem Körper gebildet. Wir beten jeden Tag, dass Gott das Wunder der Heilung an ihr tut und bitten euch von ganzem Herzen, dass ihr mitbetet, dass sie wieder ganz gesund wird. Gott tut auch heute noch Wunder. Darauf vertrauen wir und stellen uns auf die Verheißungen in seinem Wort. Herzlichen Dank dafür. Ja, genau das wollen wir tun. Auf die Verheißungen vertrauen, das, was Gott versprochen hat. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass auch diese junge Frau du berührst. Ich danke dir, Herr, dass auch diese ganzen Metastasen, dieser Krebs verschwindet. Herr, wir bitten es in Jesu Namen und danke. Danke für komplette Heilung, dass dieser Krebs austrocknet und verschwindet. Wir rufen einen gesunden Körper, einen gesunden Organismus hervor, Herr, dass alles richtig, richtig funktioniert. Ich danke dir dafür und gesund ist in Jesu Namen. Amen. Ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Habe in letzter Zeit Probleme mit dem Rücken. Habe Schmerzen bis in die Oberarme und kann nicht mehr richtig laufen. Das Aufstehen macht mir Probleme. Betet auch für meine Familie. Sie droht auseinanderzugehen wegen Spannungen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir, Herr, diesen Bandscheibennerv von dieser ganzen Wirbelsäule, Herr, Normalität gebieten dürfen und hineinsprechen dürfen, dass alles wieder richtig, richtig funktioniert, dass dieser Mensch wieder richtig gut gehen kann, dass das alles weg ist, was wehtut, was klemmt und was kaputt ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du auch Gelenke berührst. Danke, Herr. Und Herr, wir rufen auch Frieden in diese ganze Beziehung dieser Familie hinein. Herr, danke, Herr. Danke, dass du aus diesem Zoff, Herr, Frieden schenkst. Herr, dass du in diesen Zoff Frieden hineinschenkst. In wunderbarer Weise. Ich danke dir. Amen. Amen. Erlebnisse mit Gott. Und jemand schreibt uns, liebes Team, zu den Heilungstagen im Mai schickte ich Ihnen mein Gebetsanliegen. Ein Konflikt mit Nachbarn hatte meine Seele sehr aufgewühlt. Angst und Groll hervorgerufen. Ich bat um ihre Unterstützung, damit Gott eingreift und alles regelt. Sehr bald zeigten die Nachbarn Verhaltensweisen und Reaktionen, die ich so überhaupt nicht kannte und die mich positiv überraschten. Es konnte nur das Eingreifen Gottes sein, das die Situation zum Guten wendete. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Gebet.
und folgende Gebetserhörungen kamen von der Gebetsnacht. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich kann von der Gebetsnacht berichten. Die Schmerzen am Genick und am Bein sind weg. Vielen Dank, Jesus, und vielen Dank an euch für die Gebetsnacht. Und eine Frau schreibt, wir haben Heilung durch die Gebetsnacht erfahren. Danke, Herr, dass die Hüfte meines Mannes nicht operiert werden muss. Und meine Depressionen wurden auch durch eure Gebete geheilt. Wie wunderbar ist doch Gottes Eingreifen. Ja, es ist immer was Besonderes, die Zeugnisse von der Gebetsnacht zu hören. Diese Gebetsnacht haben wir zweimal im Jahr und am 26. September um 14 Uhr haben wir die nächste Gebetsnacht. Sei mit dabei. Du sagst vielleicht 14 Uhr und Gebetsnacht, das passt nicht zusammen. Ja, wir haben wirklich die Nacht zum Tag gemacht, weil wir dieses Mal nochmal ohne Menschen vor Ort machen, sondern wirklich für online, für den Stream. Und da ist 14 Uhr besser. Natürlich streamen wir die Sendung nochmal um 22 Uhr. Sei mit dabei. Glaube, du kannst auch mit uns kommunizieren während der Gebetsnacht und du wirst wirklich Gottes Hilfe und Eingreifen erleben. Und hast du schon was erlebt? Dann lass es uns wissen auf WhatsApp. Nenn uns deine Geschichte, erzähl uns deine Geschichte. Es würde uns so sehr freuen. Der Tipp des Tages passt wie immer auch zum Thema. Ja, vergeben. Du kennst einen Menschen, wo du sagst, dem kann ich nicht vergeben. Arbeite daran und vergib ihm. Es wird dich freisetzen. Es dient in erster Linie dir, nicht dem anderen. Du kannst uns gerne weiter deine Anliegen schicken oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Auch heute möchte ich dir diesen Leitfaden empfehlen, Alltagsveränderer. Du kannst ihn gerne kostenlos bekommen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.